Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal den Music Store Simulator. Ich bin gespannt, was das Spiel kann und was es überhaupt so, also was man da machen muss. Wir schreiben mal erstmal hin STGM, also Stano Music. Apropos Stano Music, schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal Stano Music vorbei, denn dort ist ein neues Lied, Beverly Hills, gekommen. Würde mich freuen, wenn ihr dort euch das anhören würdet. Ist ein geiles Lied, würde mich freuen, wenn ihr das streamen würdet auf Spotify und so weiter. Ja, wir sind natürlich Deutschland und Hamburg. So, Studio-Logo können wir hier... Nehmen wir das hier, Spiel starten. Ich bin echt gespannt, was das Spiel kann. Ne? Also ich habe absolut keine Ahnung, was es kann. Mir fällt gerade auf, ich muss hier mal kurz in OBS rein. So, ihr seht jetzt kurz schwarz. Ich muss hier mal kurz den Übergang richtig machen. So, okay. Okay, wir sind drin. Schau nach rechts, es gibt eine neue Benachrichtigung. Drücken Sie N, um die Benachrichtigungsansicht zu öffnen, die Sie über Neubestellungen, Verlieferung und vieles mehr informiert. Okay, N. Neue E-Mail. Wie kann man hier rein? Gar nicht. Eine neue E-Mail ist eingetroffen und somit eine Neubestellung eines Kunden. Gehen Sie also nach oben und aktivieren Sie Ihren Büro-PC. Machen wir. Okay, so. Mann, auf hier rumzuhängen. Na, hier ist wohl mein PC anscheinend. Du kannst den PC verwenden, um das Studio zu verwalten. Ja. Das will ich ja auch verwenden. Okay, so, ich bin drin. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung. Anwendung und klicken Sie auf die neue eingetroffene E-Mail. Jetzt können Sie entscheiden, ob Sie schnell annehmen oder ablehnen. In diesem Fall müssen Sie sie akzeptieren. Eine E-Gitarre. Nehmen wir an. So, dein Auftrag wurde erfolgreich aktiviert. Das Projekt wurde in einem Regalfach im Produktionsraum platziert und kann bearbeitet werden. Okay. Öffnen Sie die Marktanwendung. Klicken Sie auf das Projekt, das Sie gerade akzeptiert haben und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile in Ihrem Lager haben. Was soll ich jetzt machen? Market. Ah, hier, okay. In ihrem Lager. Lager? Nächste Lieferung? Keine. Okay. Immer. Fehlende Teile steht da. Benötigte Teile. Okay, ein A-Horn und ein A-Horn. Also die hier, oder was? Das hier. Wie viel Geld habe ich denn? Keine Ahnung, ich kaufe das mal. Der sagt mir aber nichts, oder? Der sagt, da steht alle Teile nicht nur verfügbar. Ah, hier. Ah, jetzt. Okay. Kurzzeitig schließen Sie den PC Escape zweimal und gehen Sie die Treppe hinunter. In der Zwischenzeit möchten Sie vielleicht einen Blick auf die Kalenderanwendung auf Ihrem Tablet werfen. Drücken Sie Tab. Hier finden Sie. Gehen Sie nun zum Regal. Zu welchem Regal? An der Werkbank, okay. Aha, hier. Regale sind sowohl zum Lager von Waren im Lager als auch zum Platzieren. Okay, bla bla bla. Gehen Sie nun zum Regal und verschieben Sie das Projekt auf eine vergütende
Ja, das soll ich ja machen. So. Werkbank. Ah. Ah, okay, jetzt habe ich es hier. Gehen Sie zur Werkbank und bringen Sie mit der Arbeit. Beginnen Sie mit der Arbeit, okay. So, jetzt soll ich was machen? Beginnen, so. Wenn Sie den Mauszeiger über die transparenten, zu montierten und realen bereits montierten Teile bewegen, sehen wir diese Art der Aktivität in der oberen Leiste. Okay, also. So. Überprüfen Sie das orangene blinkende Menü, um die Konfiguration richtig einzustellen. Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie mit der Schaltfläche in der oberen Leiste. In einigen Fällen müssen Sie sich auch die Lackierung konfigurieren oder die Verschraubung vornehmen. Okay, Ausgangsqualität. So. So, und den sollen wir jetzt was machen? Den machen wir jetzt wie? Okay, Montage. Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie mit der Schaltfläche in der oberen Leiste. Wie in der oberen Leiste? Ich kann hier nichts drücken. Oder was meint der mit oberer Leiste? In einigen Fällen müssen Sie auch die Lackierung konfigurieren oder die Verschraubung vornehmen. Hey, ich kann hier nichts drücken. Ich weiß nicht, was ich machen soll, das Chat. Ich kann hier nichts drücken. Es geht nicht. Okay, jetzt habe ich es weggemacht. Okay, ein Ahorn fehlt. Holz. Ahorn. Ah, hier, Ahorn. Aha. Phase abgeschlossen, ja. Ah, jetzt ging's. Okay, wenn Sie den Mauszeiger über die Transportrenten zu montierten und real bereits montiert haben, Teil bewegen wir. Okay, jetzt muss ich einfach den Hals hier machen. Was brauche ich da? Ich brauche Loro Preto. Also das hier. Okay, und das soll matt sein. So, matt. Das heißt, Phase abgeschlossen. Okay, jetzt habe ich es verstanden, wie es geht. So, was soll ich jetzt machen? Fokus ändern. Wenn Sie den Mauszeiger über die Transparenz. Ich hab doch jetzt alles, oder? Nächste Schritte Lackierung. Aha. Okay, Lackierung. Überprüfen Sie dieses orange blinkende Schichtstatus Körper. Schicht 1. Warte mal. Okay, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Okay.
so lackierende Elemente. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Aua, voilà. Upsi, dupsi. So. Also, ich soll jetzt was machen? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ich soll jetzt lackieren. Aber es passiert nichts, wenn ich das mache. Ah, jetzt. Okay. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja gut, also ich weiß ja jetzt nicht, ob das Geräusch richtig ist. Schicht 1, ja, so. Ding ist, mehr kann ich nicht lackieren. Okay. Ah, Instrument drehen. Ja. Ah, so kann ich dann den Rest drehen. Mann, wissen Sie, was ich meine? Lackieren. Okay, so. Zeigt er mir an, dass ich da noch... Okay, jetzt muss ich das hier noch machen. Aber er sagt mir jetzt trotzdem noch, dass hier irgendwas nicht lackiert wurde. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's auch erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Stan. Ciao, ciao.